Good morning everybody, ich hoffe euch geht's allen gut. Ich bin hier gerade im Schwarzwald in der Rabenschlucht unterwegs mit Jasmin zusammen. Und ja, ich drehe mal in den beiden neuen Vlog, dachte ich mir. Ich hoffe, man versteht mich soweit ganz gut. Neben mir läuft hier halt ein riesiger Bach lang, der ein bisschen lauter ist. Und heute wollte ich mal mit euch über das Thema Zielsetzung reden, beziehungsweise Zielverfolgung einfach. Wir hatten das Thema nämlich gestern Abend beim Abendbrot, Jasmin und ich. Weshalb ich der Meinung bin, dass jeder von uns auf jeden Fall das ein oder andere Ziel vor Augen haben sollte. Also ich glaube, eines der größten Probleme ist tatsächlich, dass man sich oft die Ziele, die man sich selber setzt, nicht durchhält, weil einem Freunde, Familie oder wer auch immer wieder sagen, dass es nicht funktioniert, beziehungsweise dass man das Ziel, was man sich gesetzt hat im Kopf, einfach nicht erreicht. Und das ist ein großer Fehler. Ich glaube, davon sollten sich einfach alle mal distanzieren und einfach mal wieder mehr auf ihre eigene Stimme hören und nicht immer das oder auf das hören, was andere sagen. Eins meiner Ziele ist zum Beispiel, diesen Kanal hier auf 10.000 Abonnenten hochzukriegen. Und zwar jetzt in diesem Jahr 2022. Also wenn du jetzt neu auf meinem Kanal bist, auf jeden Fall schon mal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ob das klappt, das weiß ich natürlich selber nicht. Aber ich werde alles dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen. Denn YouTube macht mir Spaß, das Film macht mir Spaß und Wissen zu vermitteln macht mir auch Spaß. Von daher ist es, glaube ich, eine gute Idee, daran einfach dran zu bleiben und das fortzuführen. Ein weiteres Ziel auf jeden Fall fürs Jahr 2022 ist, meine körperliche Fitness auf dem Level zu halten, welches ich jetzt gerade habe. Beziehungsweise das Level sogar am besten noch ein bisschen zu erhöhen, einfach weil ich der Meinung bin, dass Sport ein guter Ausgleich zu all den Tätigkeiten ist, die man so sonst im Leben macht. Und eine körperliche Fitness und eine sportliche Gesundheit ist auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziel, zumindest für mich. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber ich bin der Meinung, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Leute unter Fettleibigkeit bzw. Übergewicht einfach leiden, ist es gut, indem man da ein bisschen entgegenwirkt, indem man 2 bis 3 Mal die Woche Sport macht und sich einfach dort ein bisschen anders betätigt als zum Beispiel im normalen 9-to-5-Job. Okay, und mein letztes Ziel ist, eine gewisse Summe auf meinem Sparkonto zu haben. Also das ist mein drittes Ziel für das Jahr 2022, um einfach eine finanzielle Sicherheit zu haben. Ich glaube, viele machen heutzutage den Fehler, dass sie Geld ausgeben, was sie noch gar nicht verdient haben, weil es eine 0% Finanzierung zum Beispiel beim Mediamarkt gab oder sonst was, was ich für falsch halte. Denn man gibt Geld aus, was man nicht verdient hat, und das kann einen ganz schnell in so eine Schuldenschiene reinschieben. Und das ist, glaube ich, kein gutes Gefühl, wenn man irgendwie ein Insolvenzverfahren am Laufen hat oder generell hochverschuldet ist. Und von daher versuche ich halt nur noch Geld auszugeben, was ich wirklich auf meinem Sportkonto zum Beispiel habe. Also wenn ich mir eine neue Linse kaufen will, dann finanziere ich die nicht über eine 0% Finanzierung, sondern ich kaufe sie mir, und wenn ich das Geld nicht habe, ja, dann kaufe ich sie mir halt noch nicht. Dann muss ich halt noch 1 oder 2 Monate warten, bis ich sie mir kaufen kann. Ja, und das ist so ein drittes Ziel von mir, was ich erreichen will. Meinst du, wenn irgendwo im Wald ein bisschen... Ja, so ein kleiner Punkt echt reinfällt. Ja, das jetzt hat schon was. Das hat was, ja. So Leute, wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da.
Außerdem gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder euch das Thema gefallen hat, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag um 18 Uhr in einem weiteren Video wieder. Bis dahin noch einen schönen Sonntag. Peace und macht's gut. Ciao. Ciao.